Der Zweckverband Jena Wasser ist aus meiner Sicht eine riesen Erfolgsgeschichte, auch und gerade für gelebte kommunale Zusammenarbeit zwischen der Großstadt Jena und den umliegenden Städten und Gemeinden. Am 1. Februar 1993 hat sich der Zweckverband Jena Wasser gegründet mit damals 17 Städten und Gemeinden. Heute sind unter dem Dach des Zweckverbandes mittlerweile 27 Städte und Gemeinden partnerschaftlich zusammen. Diese Partnerschaft trägt große Früchte. In unserem Versorgungsgebiet leben inzwischen mehr als 157.000 Menschen. Unsere Aufgabe ist es, sie täglich mit frischem Trinkwasser zu versorgen und gleichzeitig das anfallende Abwasser fachgerecht zu reinigen und dem Wasserkreislauf wieder zuzuführen. Das ist ganz praktischer Umweltschutz und diesen Auftrag nehmen wir gemeinsam mit unserem Betriebsführer Stadtwerke Jena sehr, sehr ernst. Im Bereich Abwasser hat Jena Wasser inzwischen einen Anschlussgrad an die zentralen biologischen Kläranlagen von 94,7%. Am Ende sollen es laut Abwasserbeseitigungskonzept 98% sein. Unser Abwasserbeseitigungskonzept sieht vor, diese 98% aller Grundstücke an die Kanalisation anzuschließen. Im Rahmen unseres Wasserversorgungskonzeptes werden wir bis 2040 die Trinkwasserversorgung für die Menschen in Jena und der Region modernisieren. Dafür war im vergangenen Jahr die Inbetriebnahme des Hochbehälters Rautal ein wichtiger Meilenstein, immerhin Jenas zweitgrößter Wasserspeicher. In diesem Jahr planen wir den Baustart für den Hochbehälter Schweizer Höhe, der rund 15.000 Menschen in Jena West, Jena Süd und den Umland mit Trinkwasser versorgen wird. Auch wenn wir in diesem Jahr 30 Jahre Jena Wasser feiern, so reicht doch die Geschichte von Jena Wasser viel, viel weiter zurück. Das zeigen wir seit vergangenen Sommer in unserem kleinen Museum im Pumpwerk Mühltal mit Rohrleitungen aus Holz. Begann 1506 die erste öffentliche Wasserversorgung in Jena. Seitdem haben die Wasser- und Abwasserwerker so einige Herausforderungen gemeistert und stehen auch aktuell vor großen Veränderungen. Der demografische Wandel, der Klimawandel, aber auch der Fachkräftemangel sind da nur einige Beispiele. Auch dafür haben wir gute Konzepte. Ein Schwerpunkt für uns ist das Thema Klimaanpassung, sodass wir auf anhaltende Trockenperioden, aber auch Extremwetter und Starkregen besser vorbereitet sind. Hier arbeiten wir gemeinsam mit Hochschulen und Industrieunternehmen an intelligenten Lösungen.